Hey Leute und willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute ziehen wir die zwei Personen an. Also ich zeige euch jetzt, wie ihr Kleidung machen könnt. Zuerst fange ich hier mit der Frau an. Ich will ihr irgendein Oberteil anziehen, also nehme ich einfach mal hier eine Form. Bei Frauen ist der Ausschnitt meistens weiter. Geht es hier halt zu den Schultern, die Schultern und... Ich mache jetzt einfach mal ein Pullover mit Weiten, der weit ist, weil ich finde, es wird dann besser zum ganzen Konzept passen. Erstmal macht ihr die Grundform, also schön so. Die Ärmel mache ich halt später weit, die werden lang sein und ihr könnt erstmal halt so einen richtigen Pullover halt zeichnen, so wie er halt sein soll. So. Normalerweise ist er ja ungefähr so, oder? Nee, schon so. Dass die Ärmel halt genauso lang sind wie der Pullover. Ich mache jetzt bei diesem Design, weil ich ihr auch einen Rock anziehen möchte, ein Pullover mit langen Ärmeln, allerdings mit kurzem Oberteil, damit man vielleicht den Rock da schon ansetzen kann oder vielleicht noch ein T-Shirt darunter machen kann. Und weil es halt süßer so im Gesamtbild aussieht. So. Allerdings ist es ja eine Frau, also ich mach das jetzt schon hier rein. Kann natürlich auch von einem Mann getragen werden, soll jetzt keinen ausschließen oder so, aber es wird hier als eine Frau. Deswegen hier oben etwas breiter und noch einen langen Strich und unten eher weniger. So dass ihr dann halt hier den Übergang für die Brüste machen könnt. Dann kann man, zeichne ich mal hier so ein, wo ihr halt sehen könnt, so das wird die Unterseite sein, wo die Sonne halt nicht so direkt hinkommt. Ihr könnt jetzt noch hier ein bisschen so Streifen reinmachen, so für Falten. Da das allerdings halt eher ein kurzes T-Shirt ist, ist es eher unwahrscheinlich, dass ihr da Falten hier in der Mitte findet. Also das werdet ihr gleich bei dem Männer-T-Shirt besser sehen können. Also hier komme ich nur zu den Schultern. Die sind eher so abgerundet. Aber dann, wenn ihr hier an den Schultern seid, also da wo die Schulternmuskulatur aufhört und euer Bizeps, also der obere Teil eures Arms anfängt, da macht ihr ein bisschen so halt so hin und her. Das sind Falten, die halt auf der Muskulatur liegen. Dann könnt ihr weiter zeichnen und hier mache ich jetzt einfach noch so ein bisschen Falten rein, weil es ja so ein weiter Pullover ist und der liegt dann hier zum Beispiel auch auf dem Trizeps, auf dem Unterarm drauf. Und deswegen mache ich da auch mal etwas breit so ausschweifend nach unten, wo ihr dann auch wieder nach außen gehen könnt, hier dann ein bisschen Falten halt so einzeichnen könnt, weil es ja auf dem Handgelenk aufliegt. Also größtenteils findet ihr halt da Falten, wo halt die Kleidung irgendwo aufliegt. Jetzt mache ich noch hier diesen Abschluss, der halt hier zum Beispiel bei meinem hier dieses zusammenhalten soll. Allerdings mache ich das hier so etwas lockerer. Es soll ja ins Gesamtbild passen. Das gleiche dann einfach auf der anderen Seite auch machen. Okay, nun haben wir das Oberteil. Jeder möchte man natürlich auch noch einen unteren Teil haben. Diesen macht ihr halt, also wenn man das als Rock ansetzt, so wie ich es jetzt mache, mache ich einen Rockansatz, der so am Bauch anfängt, weil
Das ist halt ziemlich kurz. Ich denke, ich mache den Bauch so etwas frei, dass man da halt so etwas vom Bauch sehen kann. Also setzen wir einfach einen ganz normalen an. Einen ganz normalen Rock. Einfach so ein, ja, fast schon ein Trapez. Nur halt, dass dieses untere etwas gekrümmt ist und die Seiten eigentlich auch. Und wenn ihr das habt, die Grundform, dann könnt ihr erstmal hier oben noch einen zweiten Strich machen. Und das ist halt wieder wie bei den Ärmeln, dieses, was das Hemd halt, das den Pullover festhalten soll, und ist halt, damit es nicht runterrutscht von der Hüfte. Nur diesmal ist es halt wirklich zum Festhalten da und nicht nur zur Optik wie hier bei dem Pullover. Dann könnt ihr halt, weil das liegt ja hier auf der Hüfte auf, so etwas so nach außen gehen und dann danach einfach so etwas runter, weil es ja dann aufliegt auf der Hüfte, und dann auch wieder etwas nach außen, so dass, weil es ja viel ist, was ihr da habt. Also viel Wolle, viel was auch immer, woraus halt euer Rock besteht. Ich mache jetzt einen Rock, der halt so etwas auflagig ist. Also so, wenn ihr versteht, was ich halt meine. Dass er so übereinander liegt. Also diesen, weiß nicht, diesen Rock, den man halt aus Animes so kennt. Irgendwie so mit so kleinen Zwischenräumen, dass der Rock so etwas aufgehen kann, wenn man sich bewegt. Gut, wenn ihr das habt, dann könnt ihr eventuell noch eine zweite Schicht machen oder so. Also das ist halt so zur Verschönerung. Ich belasse es jetzt einfach mal so, weil es ja nur ein Tutorial sein soll. Ich werde hier noch Strumpf anziehen, allerdings kann man das am besten zeigen, wenn man es direkt am Körper macht. Und Schuhe werde ich hier auch anziehen. Wie gesagt, hier an der Muskulatur könnt ihr die folgenden Falten aufsetzen, dann so ein bisschen locker machen, weil es ja ein breiter Pullover ist, dann aber wieder hier aufsetzen und die nächste. Dies dann bis unten weitermachen. Hier wieder aufsetzen am Handgelenk, etwas auseinander machen und dann dieses Festhaltsteil. Hier dann, wie gesagt, das T-Shirt, wenig Falten nutzen, da es eigentlich erst hier auf der Hüfte aufsetzt. Also mache ich mal nur da so einen Strich. Die Brüste schön entlang halt der vorgezeichneten, wenn ihr schon welche vorgezeichnet habt, also immer am besten zuerst die Person vorzeichnen. Es ist halt leichter, dann sich dran zu orientieren. Bauchnabel so ungefähr frei. Etwas auseinander gehen, weil hier der Po ist. Und dann einfach locker runterfallen lassen. Okay, das habe ich jetzt hinter mir. Nun kommen Socken. Also ich mache jetzt diese langen Socken. Die gehen hier über das Knie. Also entweder halt über dem Knie ansetzen oder halt unter dem Knie. Auf jeden Fall wichtig, weil niemals hier genau da, wo das Knie ist, das sieht einfach nicht passend aus. Einfach entlang des Fußes zu gehen. Des Beins meinte ich natürlich. Schön, da haben wir jetzt die Frau hinter uns. Ich zoome mal etwas ran, damit es besser zu sehen ist. Hier nochmal die Kleidung der Frau. Und jetzt geht's rüber zum Mann. Allerdings erst im zweiten Teil dieses Tutorials. Da dieses Video zu lang geworden ist, habe ich es gesplittet. Und ihr könnt gerne im zweiten Teil einfach direkt vorbeischauen. Bis gleich oder haut rein und ciao! Schaut auch mal gerne auf Twitter oder Instagram vorbei. Dort erwarten euch mehr meiner Bilder. Immer noch da?
kannst dir jetzt ruhig etwas anderes angucken. Klick doch auf eins dieser Videos hier. Immer noch da? Ich bin jetzt weg.